Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier, kommen wir zu einem neuen Update beim Thema Zitruspflanzen und alles, was hier draußen sonst so wächst. Hier sehen wir den Orangenbaum. Wir sehen auch jetzt hier schon die richtig dicken Blütenknospen. Im Hintergrund kräht der Hahn, das heißt, wir haben früh morgens und deswegen machen wir das Video jetzt mal schnell durch. Wir sehen, dass der Austrieb richtig gut ist. Natürlich an den neuen Austrieben sind auch Blattläuse, aber es soll jetzt in den nächsten Tagen stark regnen. Das heißt, die Blattläuse haben so eigentlich gar keine Chance und sind dann bald weg. Und wie ihr aus den letzten Jahren wisst, ohne dass man irgendwie was spritzen muss, hat man mit den Blattläusen wenig Probleme. Der Zitronenbaum ist aktuell auch richtig schön ausgetrieben, macht tolle Blütenknospen, richtig viele dicke Blütenknospen, wie wir das letzte Mal gesehen haben. Und jetzt kommen wir zu einer Pflanze, die stand den ganzen Winter draußen. Das ist hier die blaue Passionsblume und die macht hier oben schon die ersten Blütenknospen. Richtig schön gewachsen, richtig toll. Das Interessante ist, die Mutterpflanze, die ausgepflanzt war, die ist erfroren. Und die Pflanze war ein Steckling, stand im Topf, ist nicht erfroren und hat jetzt auch diesen Winter, also den zweiten Winter, problemlos überstanden. Und hier sehen wir nochmal die zahlreichen Blütenknospen. Das heißt, demnächst wird es hier blühen. Am Mandarinenbaum hängt eine Mandarine, aber noch keine Blüten in Sicht. Nein, noch keine Blüten in Sicht. Deswegen wechseln wir direkt die Pflanze zum Orangenbaum. Beim Orangenbaum ist neben vielen Austrieben noch keine Blüte zu sehen. Das wird sich aber definitiv in den nächsten Tagen ändern. Dafür sind hier schon dicke Blütenknospen an diesem Orangenbaum. Hier sehen wir noch mehr. Das heißt, in den nächsten Tagen wird es richtig blühen. Die Pflanzen werde ich jetzt näher an die Hauswand stellen, weil hier ist so ein kleines Vordach. Und dann sind die hoffentlich von dem schlechten Wetter, was jetzt angekündigt ist, geschützt. Die Orangen könnte man eigentlich schon ernten. Ich könnte sie aber auch dran lassen, dass jetzt nicht so essentiell, dass man die jetzt wegmachen muss. Schaut übrigens dann auch viel hübscher aus, wenn da was dran hängt. Und hier sehen wir auch, wie viele Blütenknospen an den Pflanzen dran sind. Dann schauen wir hier weiter. Der zweite Zitronenbaum, die Eureka-Zitrone. Die andere war ja auch eine Eureka. Hat hier ebenfalls richtig dicke Blütenknospen. Und jetzt schaut euch das mal an. Die Limette hängt hier richtig voll und wird in den nächsten Tagen extrem stark aufblühen. Das heißt, nach vielen, vielen Jahren des Frostschadens hat sie sich jetzt hier problemlos erholt und schaut auch insgesamt richtig gut aus. Dann hier die Blutorange. Da habe ich jetzt letztens Früchte geöffnet, musste leider feststellen, da ist eine kleine Wespe, die ist jetzt weggeflogen. Bei dem Blutorangenbaum, bei der Moro-Orange, die jetzt aktuell auch ein paar Blattläuse hat, wo die Ameise gerade flüchtet, da habe ich jetzt eine Frucht geöffnet, die sind schon relativ trocken. Also ich denke mal, ich werde probeweise demnächst nochmal eine Frucht öffnen und dann wird es einfach so sein, dass ich die abmache, weil das wird dann auch nicht viel besser. So, hier ist eine kleine Spinne, ist gleich schon wieder zu schnell abgehauen. Dann die Indio-Mandarin-Quad, hier sind Neuaustriebe zu erkennen, das war im letzten Update nicht so. Das bedeutet, demnächst wird es dann auch Blüten geben. Aber da werden wir uns auch noch ein bisschen gedulden müssen. Was wir sehen, die Blätter bekommen so einen gelblichen Stich. Bedeutet, da muss man jetzt demnächst mit dem Eisendünger wieder rangehen, damit das Ganze ausgeglichen wird. Dann habe ich wieder eine Banane, beziehungsweise sind, da hinten steht nochmal eine. Und die Red Dhaka. Die werden hoffentlich jetzt bald anfangen, richtig zu wachsen. Natürlich haben die jetzt mit der Sonne Probleme, weil die kommen aus dem Gewächshaus, sind kein Sonnenlicht gewöhnt. Aber das macht ja nichts. Das wird sich anpassen. Dann sind wir hier bei der Kugel, die ordentlich austreibt und dementsprechend dann auch, wie alle anderen, viele Blüten liefern wird. Und dann schauen wir uns noch die letzten Pflanzen an. Die Satsuma ist fleißig am Austreiben. Die ist ja auch ein bisschen eingekürzt worden im Herbst, wenn ihr das Video angeguckt habt. Falls nicht, müsst ihr es euch anschauen, damit die einfach viele Austriebe macht und dementsprechend dann auch viele Blütenknospen ausbilden wird. Und das wird auch funktionieren, werden wir sehen. So, jetzt schauen wir hier weiter. Da ist auch eine kleine Spinne. Ich sehe es nicht niedlich, eine kleine grüne Spinne. Und jetzt sehen wir hier den Orangenbaum. Viele Austriebe, dementsprechend auch in nächster Zeit viele Blütenknospen. Hier sind schon die ersten Blütenknospen und hier sehen wir ordentliche Masse an
Blattläusen. Das ist bei Neuaustrieben normal. Die Blätter sind auch extrem weich. Dementsprechend würde ich als Blattlaus mich hier auch ansiedeln oder ansiedeln lassen. Das macht ja die Ameise sehr gern, solche Späßchen. So, die Maulbeere wird auch ein bisschen unter das Vordach gestellt, weil es wäre zu schade, wenn jetzt der Sturm bei der Pakistan White die Früchte einfach abschlagen würde. Teilweise fallen die ja sowieso schon ab. Dementsprechend brauchen die auch ein bisschen mehr Wasser. Jetzt zu dem Zeitpunkt, dass sie die Früchte auch erfolgreich ausbilden. Und ja, ich denke mal, nächste Woche dürfte soweit sein, dass sogar schon die erste Frucht reif sein wird. So, da hinten die Kumquat steht gerade noch ein bisschen schattig. Die wird aber, ja, neben dem Neuaustrieb sicherlich noch schön weiter wachsen. Ziemlich sicher. Und dann haben wir hier noch meine Pflanze, die auch noch einen extremen Frostschaden hatte, aber jetzt starke Blütenbildung hat und natürlich starken Austrieb. Das heißt, das, was vorher so katastrophal aussah, wird sich in den nächsten Tagen deutlich bessern. Und jetzt kommen wir zu einer Pflanze, der Purscha. Die sah auch nicht so toll aus, treibt jetzt aber extrem stark aus. Dementsprechend wird sie auch wieder ihre Form bekommen. Gleichzeitig macht sie natürlich mit jedem Austrieb, sieht man hier eindeutig, richtig viele Blütenknospen. Und jetzt kommen wir zu einem Highlight, das ist aber noch nicht komplett aufgeblüht. Und zwar meine Mucuna, die Blütenknospen. Die ersten Blütenknospen sind schon richtig dick und die wird jetzt in den nächsten Tagen am Aufblühen sein. Und das ist schon mal eine richtig tolle Sache. Und ich hoffe, dass sie noch weitere Blütenknospen ausbilden wird. Ja, das war das Update zu den Zitruspflanzen. Und wir sehen und hören uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin und tschüss.